Und wieder zurück in der wunderschönen Welt von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge hat mir Lyris eine Quest gegeben. Sie sagte, sie markiert mir einen Ort auf der Karte. Und ich dachte, wo soll es denn sein? Und es ist tatsächlich hier. Ich glaube, es ist hier. Hier sieht man es. Also neben dieser Quest hier ist quasi noch so ein Kreis. Ich glaube, da muss ich hin. Ziemlich krass versteckt. War sehr schwer zu finden, aber... Ich war hier vor einiger Zeit in den Ruinen von Wurzelbruch und habe hier anscheinend die Quest nicht beendet. Tandare soll ich noch Tagebücher geben. Oh, ihr seid zurück? Die war dann ja diejenige, die mich dahin geschickt hat. Gefressen. Gut. Konntet ihr die Tagebücher finden? Ja, ich habe 3 Tagebücher gebogen. Oh, na bitte. Ausgezeichnet. Lasst mich einmal sehen. Oh je, schaut euch nur dieses Kauderwelsch an. Durch uralte Ruinen in den Wahnsinn getrieben. Das ist eine Goldgrube. Die Pseudo-Intellektuellen aus Eldenwurz lieben dieses Zeug. Allein die Kommentarbände werden mich für Jahre in Lohn und Brot halten. Sehr gut. Etwas Gold schadet nicht. Tandare hat mir, nehme ich mal an, sonst nichts zu sagen. Okay. So, dann gehe ich jetzt mal hier hin und hoffe tatsächlich, dass das die Sache ist. Wo mich die Lyris Titankind hingeschickt hat. Ansonsten weiß ich auch nicht. Sie hat ja nicht genau erklärt, wohin. Sie hat nur gesagt, ja, ich markiere euch einen Ort hier auf der Karte. Viel Spaß. Ist dann immer schwierig. So, was ist denn das hier? Okay, Rankenschattenunterstand. Scheint irgendeine Art Händler, oder? Hier. Spieler. Mit jemand, mit dem ich reden kann. Okay, ist auf jeden Fall eine Feuerstelle hier, um zu kochen. Urnen. Oh. Schaut mal. Petrichen. So, Reaktion eines Bosma auf das Dominion. Also, die Gründung des Dominions wird auf genau eine Weise enden. Mit den Hälsen der Bosma unter hochelfischen Stiefeln. Diese arroganten Bastarde werden ganz Tamriel unterjochen, wenn sie es könnten. Ich werde mir das nicht ansehen und ihr alle solltet euch das ebenso wenig gefallen lassen. Höchste Zeit, dass die Bosma sich Wallenwald zurückholen. Ob Schwarzsaft oder kamoranische Loyalität, ob Verfechter des Grünen Paktes oder schwuloser Salatesser. Es spielt keine Rolle. Wir brauchen einfach nur Zeit. Stärke und mächtige Magie. Wenn wir uns an Helsine wenden, erhalten wir möglicherweise das, was wir brauchen. Es ist riskant, ja, aber große Risiken bringen große Belohnungen für Wallenwald. Und dann sein Name. Ja, hier sieht man so ein bisschen, wie die Waldelfen... Ja, was sie so denken über Altmann. Mann, was ist das denn hier? Okay, das ist echt krass. Nur kurz reinschauen. Was zum... Okay, und hier nur ein Pflänzchen. Bestimmt was Besonderes. Wasser hier sind... Leben wiederherstellen, kenne ich anscheinend schon. Okay. Ist aber komisch, dass sie so eine, also so eine Höhle gebaut haben und dann nur eine Pflanze drin ist. Das ist echt interessant. Okay, hier ein Ort, wo ich anscheinend schon mal gewesen bin, ne? Bahnblatt. Also wenn dann Baum auf der Karte markiert ist, war ich doch schon da, oder? Oder? Hm. Anscheinend schon. Hast du mir was zu sagen? Ich versorge die Dornen jetzt schon. Ah, das ist ein Händler, okay. Aber ich wäre überglücklich, auch euer Geld. Na gut, schön zu wissen. Dass hier also ein Örtchen gibt, wo man was verkaufen kann. Aber jetzt mal schnell zu dem markierten Ort. Bist du denn?
Anscheinend ein Jäger. So, geh zum markierten Ort. Abgeschlossen. Medaillon, ja, ja, das ist es. Das ist die Sache von Lyris. Wieder das magische Medaillon benutzen und der Spur folgen. Aber schaut euch das an, was ist das denn? Eine Wespe. Okay, so stark ist sie nicht. Das können wir besiegen. Nichts dabei hat. Eieiei, wie das hier ausschaut. Sehr gefährlich, wer weiß, was in diesen Gewässern hier wohnt. Donnenkäfer. Ne, Donnerkäfer. Okay, die Wespe hat mich entdeckt. Moment. Ah, die hat was dabei. Glyphe des Schocks. Und anscheinend ihr Panzer, den ich auch verticken kann. Oh, was ist hier los? Moment, Moment, Moment. Endet die Spur hier, oder was? Gott, was ist das denn da? Spieler? Okay. Seelenspurkrote. Aber warte. Erstmal der magischen Spur folgen. Irgendwie endet sie hier abrupt. Ich gehe mal so rum. So. Da war der Anfang, ne? Hier rum. Da. Okay, diese Käfer stören mich. Die stören mich nur. Nichts drauf. Warum greifst du mich denn überhaupt an, wenn du so schwach bist? Ah, okay, da. Wieder eine Leiche. Und in der Nähe Feineisenerz. Wow! Was bist du denn? Was sind das denn für Zombies, Mann? Sehe ich auch zum ersten Mal. Okay. Also, Graumhold. Grammunhold? Was ist das denn? Also, dieses Blatt, das von einem sonderbaren Blut... Unholz stammt, wurde zerknüllt und in Blut getränkt. Die einzigen Worte, die noch lesbar sind, sind komm nach, gewinnbringend und nehmt an einem einfachen Ritual teil. Okay. So, jetzt müsste sich eigentlich Lyris hier melden. Oh, hier sind schon wieder diese komischen Ramonholde. Bloß weg hier. Was ich nicht verstehe, aber... Wo soll ich denn jetzt bei Lyris mich melden? Aha, eine weitere... Ah, okay, ja, sie hatte gesagt, sie markiert Orte auf der Karte. Und sie tauchen also nacheinander auf. Ich verstehe. So, sprecht mit Glaras. Wer ist überhaupt Glaras? Das ist da in diesem Ortchen, wo ich gerade war. Okay, da bin ich. Und er scheint hier drin zu sein. Ehrenmal der Jagd. Wenn ich mich nicht irre. Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, was das für eine Quest ist und wer Glaras ist. Das ist eine Frau anscheinend. Habt ihr die Tigerschädel an meiner Wand bemerkt? Tigerschädel. Sie gehörten dem Senche-Pärchen, das Kenati unsicher gemacht hat. Habe fast das ganze Jahr gebraucht, sie aufzuspüren. Sagt mir, Fremder, habt ihr jemals Tiger von solcher Größe gesehen? Irengum meinte, ihr könnt mir mehr über Farnblattdornen erzählen. Ich erinnere mich nicht, wo ich mit Eringo geredet habe, aber das sagen wir mal das. Ich führe die Dornen nun schon seit rund 50 Jahren an. Wir sind Jäger, die vom großen Baum Farnblatt mit einem tiefgreifenden Wissen über den Wald und seine Geschöpfe gesegnet wurden.
Im Austausch dafür beschützen wir Farnblatt vor einem Widersacher, den man den Außenseiter nennt. Der Außenseiter? Der Außenseiter ist der ewige Feind Farnblatts. Er kehrt immer und immer wieder zurück, um das Herz von Farnblatt zu stehlen. Und jedes Mal wird er von den Dornen vernichtet. Dies und noch vieles mehr werdet ihr in den Prüfungen erfahren. Was bringen diese Prüfungen mit sich? Die erste Prüfung der Dornen ist das Zuhören. Jeder Meister hat eine Lektion über die Jagd zu lehren. Das sind die Regeln, nach denen die Dornen leben. Sich vom Fleisch zu nähren, der Natur keinen Schaden zuzufügen und Farnblatt mit unserem Leben zu verteidigen. Ist das so eine kleine Jägerfraktion, bei der ich was lernen kann, oder was? Ist das alles? Ein Schritt nach dem anderen. Besucht die drei Schreine, Schlange, Wolf und Tiger. Mhm. Entzündet die Feuerschale in jedem der Schreine und lauscht den Meistern. Falls ihr danach immer noch ein Dorn werden möchtet, kehrt ihr zu mir zurück und ich erkläre euch die nächste Prüfung. Ich werde die Schreine besuchen und mir anhören, was die Meister zu sagen haben. Sich Farnblatts Dornen anzuschließen, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Viele sind bei den Prüfungen gestorben und es gibt immer die Gefahr des Außenseiters. Okay, ich muss sagen, ich bin sehr interessiert. Erzählt mir mehr über Farnblatts Dornen. Was möchtet ihr wissen? Ich möchte mehr über die Geschichte erfahren. Haben die Dornen irgendwelche politischen Verbindungen? Kann jeder von Dornen den Dornen beitreten? Oder dürfen das nur Waldelfen? Anscheinend kann jeder, ich bin ja ein Khajiit. Jeder, der sich selbst als würdig erweist, indem er die Prüfungen besteht, wird einer von Farnblatts Dornen. Die Prüfungen unterscheiden nicht zwischen den Völkern Tamriels und wir tun es genauso wenig. Politische Verbindung, zu wem gehört ihr überhaupt? Wir sind die Beschützer Farnblatts und durch ihn Diener Üfris, die ihn erschaffen hat. Uns in politische Belange einzumischen, würde unsere Aufgabe nur beeinträchtigen. Ungeachtet dessen haben wir keinen Disput mit Königin Eiren oder dem Dominion. Okay, also die sind wirklich nicht wirklich in einem Bündnis irgendwo drin. Ist eine also kleine Organisation hier. Ich möchte mehr über die Geschichte erfahren. Alte Lieder sprechen von jenen Tagen, als Üfre noch unter den Bäumen Walenwalds wandelte. Sie pflanzte jenen Samen, der zu Eldenwurz heranwuchs. Doch was die meisten nicht wissen ist, dass sie noch viele weitere Samen pflanzte. Farnblatt war einer dieser Samen. Also Üfre, irgendeine Gottheit von denen. Was sind die Dornen, wann sind die Dornen entstanden? Der erste Dorn war eine geübte Jägerin namens Taldil. Sie bewahrte Farnblatt während der kaiserlichen Besetzung Gradwalds im Alleingang vor der Vernichtung durch die Kolovianer. Sie folgte Farnblatts Führung und gründete die Dornen. Okay. Jägerin, also es ist tatsächlich so eine Jägerorganisation hier anscheinend. Was könnt ihr mir über den Außenseiter erzählen? Ihr wisst bereits, dass der Außenseiter die größte Bedrohung für uns ist. Und darüber hinaus? Manche Geheimnisse sind nur für jene bestimmt, die die Prüfungen bestehen und sich uns anschließen. Also ich muss sagen, so Jägersachen reizen mich immer besonders. Also in allen Spielen, wo es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich irgendwie Jägern anzuschließen oder Jagdtalente lernen oder sowas. Ich mag sowas wirklich sehr. Deswegen würde mich sehr interessieren, was sie hier markiert hat. Also Gradwald, sie hat ja gesagt... Genau, das Aufnahmeritual der Dornen. Ne, das war ja das. Hier war... Ich gucke mal auf der Karte, wo diese Sachen sind, die ich besuchen. Sind sie hier tatsächlich in der Nähe? Fernblatt ist deren Heimat. Und hier soll ich hin. Ja, ich weiß, ich habe gerade etwas von der Quest von Lyris gequaselt. Aber schaut mal, wie weit das hier ist, ne? Dann mache ich doch mal das, was hier in der Nähe ist. Vor allem, das ist so mega interessant hier gerade. Ich weiß nicht, welches ist nur für mich so interessant. Schlafkapsel. Sie haben hier so ein kleines Örtchen, wo sie alle leben. Schlafkapsel, da kann ich bestimmt was holen. Bücherregale sind schon mal da. Genau, Rang 2 bei... Aha, Waffe mit Schild. Also eigentlich nichts für mich. Aber Fähigkeiten auch erhalten. Falls ich mal mit Waffe und Schild kämpfen will, wäre das nicht schlecht. Da könnte ich da schon mal Punkte reingeben. Und die Wahrheit des Jägers lehrt mich leider nichts. Fisch. Leerer Fass. Ja, okay.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier reinzugehen. So, hier kann man noch Getränke holen, wenn keiner zuschaut. Aber es wird schwierig. Vielleicht nachts, wenn sie schlafen. Das ist einfach. Ich will jetzt hier mir nicht gleich Probleme mit denen machen. Also, Schrein Nummer 1 anscheinend hier. Das wäre Schlangenschale. Aha. Ich bin die Schlange. Ich verberge mich im hohen Gras und schnappe meine Beute schnell wie der Blitz. Ich bin listig, flink und wild. Ich würde gerne mit ihm reden, Seht aber so? Die Spieler meine stehen Beute mir so ein bisschen nicht im Weg. Kommen, bis es zu spät ist. Ich kann ihn nicht ansprechen, komisch. Was soll ich denn Täuschen machen? Und zuschlagen. Der Weg der Schlange ist verdunkelt und berechnend. Merkt euch das. Aha, der hat mir einfach eine Lektion gegeben. Bedeutet das, dass ich jetzt neue Talente habe oder so? Hier zum Beispiel. Volk. Gilde. Unerschrockene Magiergilde. Kriegergilde. Offene Welt. Ja, hier, ne? Ist es das? Ne, ne, ne. Seelenmagie, das ist es nicht. Okay. Klasse Waffe. Waffe mit Schild, das ist das Neue, was ich gelernt habe. Ne, okay. Okay, das war also Nummer 1, was ich hier besuchen soll. Hier Nummer 2. Aber, wie gesagt, die geben mir irgendwelche Lektionen. Und dann könnte es am Ende spannend werden, wenn sie mich hier aufnehmen. Mhm. So. Ich bin der Tiger. Ich wende pure Gewalt an, um meine Beute zu erlegen. Ich bin stark, stolz und furchtlos. Ich trete meiner Beute direkt gegenüber und hole zu einem wilden Todesschlag aus. Ah, die zeigen so kleine Illusionen. Okay. Benutzt überlegende Stärke, um eure Beute zu besiegen. Dominanz ist der Weg des Tigers. Hm, was Vergesst bin ich? Schlange oder Tiger? Hm? Schlange arbeitet ein bisschen verdeckter. Die Tiger haut drauf. Dominanz, sagt sie. So, na komm. Schwer zu treffen, diese Altare. Das ist der Bär, oder was? Hm. Ich bin der Wolf. Na, der Wolf. Ich heule und das Rudel antwortet. Wir jagen gemeinsam mit scharfem Gebiss und hungrig. Der Wolf. Durch unsere Zusammenarbeit erledigen wir auch den zähesten Widersacher. Okay, und der Wolf, der nimmt mit Masse, ja, also mit Anzahl. Der greift nie alleine an. Jagd im Rudel. Ja. Der Weg des Wolfes ist die Stärke der Gruppe. Denkt daran. Stärke der Gruppe. Was soll ich tun? Es ist alles so geil, so liebevoll gemacht. Hier ein Tigerschädel, dort Wolfspelz und hier habe ich gar nicht geguckt. Was war denn hier? Hier war Schlangenschädel oder was? Geil. Ich finde es schön. Okay. Ja, sind Kleinigkeiten, aber man hat sich Mühe gegeben. Klaras. Also habt ihr die Meister sprechen hören. Mhm. Schlange, Tiger, Wolf. Dies sind die Geister der Jagd. Jeder Dorn huldigt einer Qualität eines dieser Geister. Seid ihr noch daran interessiert, euch den Dornen anzuschließen? Na sicher. Die nächste Prüfung ist nicht so einfach. Sie verlangt völlige Hingabe, und zwar körperlicher wie geistiger Art. Geht in die Froschhöhle unweit der Küste. Eine seltene Art roter Frösche, der Falinesti-Glotzfrosch, lebt dort im Schilf. Fangt einen und esst ihn. Ich muss einen Frosch essen? Ja, und er muss lebend verspeist werden. Der Frosch wird euch erlauben, den Wald so zu sehen, wie ihr ihn noch nie zuvor gesehen habt. Sobald eure Reise beginnt, werden die Geister des Waldes euch führen. In Ordnung. Sorgt euch nicht, wenn sich die Welt um euch zu verändern scheint. Es ist eine Eigenschaft des Falinesti-Glotzfroschs, die wahre Natur des Waldes zu offenbaren. Aber seid vorsichtig.
Die wahre Natur des Waldes kann tödlich sein. Okay, also... Scheint, muss ich irgendwelche komischen Drogen hier nehmen. Ja, hier. Eine chillige Quest hier. Ja, ich muss sagen, das ist mein Ding. Das ist voll mein Ding, was hier gerade läuft. Diese jägermäßigen, naturverbundenen Quests hier. Gefällt mir. Ja, ja, ja. Wallenwald hat's in sich. Okay, die sind anscheinend anderer Meinung. Die haben komplett aufgegeben. Aber von denen sollen wir uns kein Beispiel nehmen. Oh. Überall Kämpfe, überall Gegner hier. Ah. Das ist doch die kleine Höhle, in die ich schon mal reingerannt bin. Ziellos. Da wollte ich nicht weiter rennen. Jetzt erfahren wir was. Was, wofür sie eigentlich da ist. Ein Frosch muss ich essen, der... Aber abhaut die ganze Zeit, Mann. Hey. Hey. Sag mal. Aha, okay. Gegessen. Und hier? Überlebende erleiden im Weinwald. So, neues Buch. Hm. Kurz umblättern. Scheint eine längere Geschichte. Okay. Und Frosch benutzen. Boah! Dieser Schrei. Sprecht mit mir, mein Freund. Habt keine Angst. Zweiglingsgeist. So. Sorgt euch nicht. Ich bin ein Freund. Die Verwirrung, die ihr spürt, ist normal. Sie wird vergehen. Es ist eine Weile her, seit Glaras jemanden hergeschickt hat. Und der Sie ist Glaras? Vorsichtiger, seit der junge Eringor fast gestorben wäre. Also kennt ihr sie. Und so viele andere vor ihr. Dieser Ort war noch jung. Als ich aus den Zweigen Farnblatts geschnitten und mir Leben eingehaucht wurde. Wie geht es euch? Seid ihr bereit, weiterzumachen? Ich bin bereit. Was mache ich jetzt? Nun wird es Zeit für euch, mit Farnblatt zu sprechen. Nur er kann beurteilen, ob ihr es wert seid, ihm als einer seiner Dornen zu dienen. Sucht ihn in der Mitte des Hains auf. Wenn er es so will, dann werden wir uns wiedersehen. Farnblatt. Also Farnblatt ist eigentlich dieses Örtchen, wo sie wohnen. Ich finde gut diese Idee, dass deren Wohnorte, deren Heimaten eigentlich lebendig sind und irgendwie mit der Natur verbunden und alles. Finde ich echt krass. So, aber wo soll ich ihn jetzt suchen? Aha. Hier. Oder was? Mhm. Anderes Spiel ist auch drin. Warte mal. Kurz. Aha, okay. Ah, mein Pferd kann ich hier gar nicht benutzen. Okay, gut. Diebe ist gut. Aha. Was? Ihr könnt das ohne die Fertigkeitslinie der Diebe... Oh Mann, ey. Ich muss echt die Diebesgilde finden. Das ist schon das zweite Mal, dass ich so Diebesgut finde und nichts damit anfangen kann. Ich bin echt... da sind bestimmt geile Sachen drin, oder? Da sind doch bestimmt super Sachen drin. So. Aha, es ist so, als wäre ich eigentlich draußen. Aber einer Geisterwelt... Können mich trotzdem angreifen, oder? Ja. Hm. Ganz schön eine krasse Droge, die man hier nimmt. Fernblatt. Achso, nee, Moment.
Fernblatt wäre eigentlich hier. Aber in der Vision ist es hier ein... Ah, oh, guckt euch das an. Es ist ein Baum mit Augen. Wow. So, okay. Und die sind gar nicht mehr in Geisterform, die uns hier angreift. Komisch. Wow. Entschuldigt mich. Seid ihr Fernblatt? Was? Ihr werdet etwas lauter sprechen müssen. Wow. Mein Gehör ist nicht mehr das, was es mal war. Und auch damals war es schon nicht besonders gut. Keine Ohren, versteht ihr? Eine Art Endhirn. Ich möchte Fernblatts Dornen beitreten. Oho, den Dornen, sagt ihr? Die Dornen tragen mein Herz in sich. Sie beschützen es mit ihrem Leben. Sie geben viel, um einen Baum zu beschützen. Und noch dazu einen so alten wie mich. Sagt mir, warum ihr meinen Dornen beitreten wollt. Oh, okay. Aha, ich lehne eine Herausforderung. Ich lehne nie eine Herausforderung ab. Ich suche immer nach neuen Wissen und neuen Erfahrungen. Ich habe noch nicht allzu viel darüber nachgedacht. Okay, ich glaube, diese Antwort wäre nicht so gut. Das ist eine von diesen beiden. Nach neuen Wissen und Herausforderungen suche ich. Und Erfahrung meine ich. Gut, gut. Ich glaube, ihr werdet feststellen, dass dieser Wald voller neuer Dinge ist, die es zu entdecken gilt. Ihr habt bestimmt noch nie einen Frosch gegessen und dann plötzlich vor einem sprechenden Baum gestanden, oder? Natürlich sind nicht alle Dinge, die ihr hier findet, ungefährlich. Seid ihr dafür gewappnet? Das bin ich. Sehr gut. Ich gehe davon aus, dass Glaras euch von den Geistern der Jagd erzählt hat. Als erstes müsst ihr entscheiden, was am besten zu euch passt. Die finstere Zielstrebigkeit der Schlange, die grimmige Entschlossenheit des Tigers oder die unerschütterliche Treue des Wolfs. Oh, das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwere Frage. Mann, ich bin mir auch sicher, dass ich die Wahl jetzt endgültig treffe wahrscheinlich, ne? Wenn es dann Unterschiede gibt, weiß ich nicht. Die Schlange. Es wird die Schlange oder der Tiger sein. Aber da ich immer so aus der Ferne arbeite und eigentlich nie so richtig in den Nahkampf gehe, das ist die Schlange wahrscheinlich am besten, ne? Wo ich eine Katze bin. Komm, die Schlange. Beweglich und schnell schlägt die Schlange mit tödlicher Genauigkeit zu. Ja, das passt. Eine interessante Wahl. Die Beute der Schlange ist der Wolf. Wenn ihr die Schlange sein wollt, dann müsst ihr ihre Beute jagen. Ich muss also Wölfe jagen. Denkt nicht, dass ich euch nicht beobachte, nur weil meine Augen geschlossen sind. Ich mag alt und müde sein, aber ich bin nicht unachtsam. Okay. Dann schließt ihr die Augen. Jagt eure Beute. Wow. Vor allem, ich mag diesen Filter hier in der Geisterwelt, muss ich sagen. Es gibt Filter, die bescheuert sind. Dieser hier ist eher angenehm. Greifst du mich an? Oh ja. Jetzt habe ich irgendwie mehrere Gegner am Arsch. So, Stufenaufstieg. Komm, nehmen wir mal hier schnell. Trefft eine Wahl. Löwengeil der Ritter. Eine komplette Plattenrüstung mit blau-schwarzen Akzenten ergänzt durch einen Armen mit offenem Visier, wie sie die Löwengarde aus dem Bündnis trägt. Oder Bündnisspeer. Eine schwarz-braune Lederrüstung, die durch eine Kapuze aus schwarzem Leder ergänzt wird, so wie sie bretonische Speer tragen. Oder aber formelle Tracht der Magiergilde,
Dieses Kostüm ist ein Beispiel für die formelle Tracht der Magierkinder. Ja. Ist alles nicht so passend für mich, ne? Kostüm. Ach so, das sind nur Kostüme. Ich nehme mal an, das ist nur ein Aussehen. Das heißt, ich kann jede mögliche Rüstung tragen, kann mir aber ein Kostüm, kann aber mein Aussehen quasi dann trotzdem, je nachdem, welches Kostüm ich habe, sozusagen auswählen, verstehen. Ja, dann wäre das hier wahrscheinlich am passendsten zu nehmen. Schon habe ich ein Kostüm. Okay. Und hier wieder Ausdauer. Es geht einfach nicht anders. Ich brauche Ausdauer. Okay. Gut, gut, weiter. Ich muss die Beute jagen. Oh, hier ist irgendwo sogar ein Wegesschrein. So, da sind die Wölfe. Machen wir kurzen Prozess. Einfach mal Flächenschaden. Oh. Ne? Diese Wölfe halten ein bisschen mehr aus. Ich kenne ja andere Wölfe, die weniger aushalten. Die können hier anscheinend was. Eins und zwei. Plasma kann ich für Gold verkaufen, okay. So, bevor ich aber mit dem Baum rede, kann ich mein Pferd hier... Ich kann mein Pferd rufen? Okay, obwohl ich in der Vision bin. Ist aber interessant. Anscheinend kann ich gehen, wohin ich will, obwohl ich in einer Vision bin. Hier, Wegesschrein. Moment, was passiert hier gerade? Warum wird es so hell? Ich glaube, das Spiel will, dass ich die Quest beende, sonst habe ich ein Problem. Moment mal. Da versteckt sich doch was. Guck dir das mal an. Blauer Glöckling. Eigenschaften noch unbekannt. Aha, mit dir soll ich reden. Zweiglingsgeist. Farnblatt ist zufrieden, aber ihr seid noch nicht fertig. Jeder Jäger ist auch die Beute eines anderen Jägers. Wolf jagt Tiger, Tiger jagt Schlange und Schlange jagt Wolf. Okay. Es reicht nicht, eure Beute zu jagen. Ihr müsst euch auch als stärker als eure Jäger erweisen. Ich werde es also gleich mit Tigern zu tun bekommen. Wie mache ich das? Der Schrein eures Geistertiers liegt am Waldrand. Entzündet die Feuerschale und euer Raubtier wird erscheinen. Seid gewappnet. Genau wie ihr eurer Beute nachgestellt habt, wird euch auch euer Raubtier mit tödlichem Geschick nachschauen. Jagen und gejagt werden. Sobald ihr fertig seid, kehrt ihr nach Farnblatt zurück. Okay. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin begeistert von diesen Quests, Leute. Wie gut ist das denn, Mann? Ist nicht einfach, geh dahin und hol das. Es ist richtig gut gemacht. So. Der Jäger wird mir nachstellen. Aber hat sie nicht gesagt, dass ich vom Tiger gejagt werde? Wieso bin ich denn hier am Schlangenschrein? Schrein. Da ist der. Hallo? Joa, aber... Schwach ist er trotzdem, ne? Das soll der Jäger sein? Naja. Also 10 von denen, da hätte ich Probleme gehabt. Wo
und Ektoplasma. Schlangen! Ich kann einfach Schlangen töten, geil. Okay, das passt natürlich, dass am Schlangenschrein Schlangen sind. So, sprecht mit Fernblatt. Oh, ich bin gespannt, was ich davon habe, ein Dorn zu sein, also einer dieser Jäger. Es war jetzt schon einige Interessenten dabei. Jetzt habt ihr gesehen, dass die Rolle des Jägers und des Gejagten austauscht. Hey! Mann, ey, du hast mich aus dem Dialog geholt. Echt jetzt, der holt mich aus dem Dialog und dann rennt er unverwundbar weg. Jetzt habt ihr gesehen, dass die Rolle des Jägers und des Gejagten austauschbar sind. Ihr habt eure Beute verfolgt und euch eurem Verfolger gestellt. Ihr seid fast bereit, ein Dorn zu werden. Eine letzte Prüfung bleibt. Was ist die letzte Prüfung? Wie ich schon zuvor sagte, sind die Dornen meine Wächter. Sie beschützen mein Herz vor dem Außenseiter. Einem Feind, der mein Herz um jeden Preis stehlen will. Was ist der Außenseiter? Ihr seid der Außenseiter. Eure letzte Prüfung ist es, meinen Stamm zu betreten und die Flamme meines Herzens zu berühren. Die Meister werden euch bei jedem Schritt bekämpfen. Und nur indem ihr sie besiegt, könnt ihr euch als würdig erweisen, einer von ihnen zu werden. Wartet, ich bin der Außenseiter? Ihr habt gesehen, wie der Jäger stets auch der Gejagte ist. Nun, auf ähnliche Weise beginnt auch jeder Dorn seinen Weg als Außenseiter, als Fremder, der nicht dazugehört. Nur indem ihr sterbt oder die letzte Prüfung besteht und den Dornen beitretet, wird der Außenseiter besiegt. Seid ihr bereit? Oh, ich war noch nie bereiter. Sprecht mit Fernblatt, nehmt euch ein Stück von Fernblatts Herz. Eine große Schlange. Ach, das bin ich, okay. An mir kommt ihr nicht vorbei, Außenseiter. Ach so. Nee, also nicht, also so irgendwie. Die verstehe ich gerade nicht, was das für eine Schlange ist. Muss ich sie beschützen oder was? Ja, die Schlange symbolisiert mich. Ich habe ja den Weg der Schlange geholt. Ich soll sie also wahrscheinlich um jeden Preis beschützen. Sonst gibt es Probleme. Fernblattstamm. Fernblatt? Wohin soll ich denn? Aha. Fernblatts Herz. Ja, der hat ja gesagt, ich soll hier zum Stamm. Hier dann nach seinem Herz suchen. Wer kämpft hier? Aha. Okay. Fernblattherz, okay. Ja, man wird hier ein bisschen verwirrt in diesen Räumlichkeiten. Freunde. Also ich soll ein Stück seines Herzens nehmen. Da. Es ist also jemand da, der Tiger werden will anscheinend. Die Flamme meines Herzens brennt nun in euch. Tragt sie mit Ehre und beschützt meinen Wald mit Stolz. Ich werde euch jetzt zu Claras zurückbringen. Okay. Moment. Aha, okay. Jüngster der Dornen, ihr habt meinen Segen. So, das ist die reale Welt. Und kommt gerne jederzeit in meinen Wald. Der Filter ist weg. Was hat er gesagt? Ich kann gerne jederzeit zurückkehren. Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich jederzeit ein Tiger werden kann, wenn ich will, zum Beispiel. Ne? Oder ich hier. Oh nee, ich habe gerade was getrunken aus Versehen, verdammt. Eh nicht viel davon.
So, wo ist die Clara? Das Gute ist, sie kommt immer raus. Sonst hätte ich sie ja dort treffen müssen. Das haben sie auch gut gemacht, dass sie immer nach draußen ihr läuft. Ihr seid also zurückgekehrt. Sagt mir, was habt ihr gesehen? Habt ihr mit Farnblatt gesprochen? Ich habe meine Beute gejagt, mich meinem Raubtier gestellt und mir eine Flamme aus dem Herzen Farnblatts genommen. Die Vision ist zwar für jeden ein wenig anders, doch wir alle müssen das Herz nehmen und in die Rolle des Außenseiters schlüpfen. Ihr wart nicht länger der Außenseiter, als ihr euch als stark genug erwiesen habt, die Meister zu besiegen, und Farnblatt bot euch sein Herz an. Was ist mit den Meistern der Dornen geschehen? Die Meister, gegen die ihr gekämpft habt, waren nur Illusionen. Doch sie standen der Kampfkraft ihrer Vorbilder in nichts nach. Sagt mir, welches Geistertier habt ihr gewählt? Ich bin die Schlange. Geht zum Schrein der Schlange. Betet an der Feuerschale und erhaltet den Segen von Farnblatts Dornen. Kehrt danach für den letzten Aufnahmeritus zu mir zurück. Aha, ich werde jetzt einen Segen erhalten. Oh, ich bin so gespannt, was es sein wird. Neue Fähigkeiten. Die Schlange. Okay. Das letzte Mal mit dir sprechen. Ihr habt den Segen. Gut. Dann begrüße ich euch mit offenen Armen in unserer Familie. Farnblatts Dornen. Möget ihr bei all euren Jagden erfolgreich sein und möge der große Baum euch mit seinen blättrigen Ästen Schatten spenden. Ja, hab Dank, aber... Ihr könnt hierher zurückkehren, so oft ihr wollt. Und überall dort, wo ihr einen Schrein der Schlange seht, könnt ihr Farnblatts Segen erhalten. Meine Glückwünsche, mein Freund. Aha, ich erhalte das Farnblatts Segen. Was bringt er mir denn? Okay, auf jeden Fall ein besserer Bogen, als ich den habe. Das ist geil. Farnblatts Zweig. Wow. Ich habe hier mehrere Bögen. Ich hatte einen mit dädrischen Schaden. Okay, aber der hier macht heftigen Flammenschaden. Und, ich habe sogar schon zwei Gegenstände. Okay, gewährt 154 Ausdauergeneration. Wie geil. Wie geil. Okay. Weiß jetzt nicht, was mein zweites Gegenstand ist, was ich da habe. So. Aber was bringt mir jetzt Farnblatts Segen, Leute? Weiß das jemand? Wer weiß, wo ich mir das anschauen kann, was es mir bringt? Sag mir Bescheid. Ich weiß noch nicht, wo man sich hier verschiedene Segen anschaut. Keine Ahnung. Bestimmt irgendwo hier? Naja. Okay. Gut, also so bin ich also mir nichts, hier nichts ein Mitglied der Dornen geworden. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Vielleicht komme ich endlich mal weiter hier in der Quest von Lyris, die sich hier befindet. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.